kann damit leben. Mhm. Und das ist halt nur Scheiße, aber was soll's? Gute Scheiße. Oh ja. Warum? Deine Scheiße. Oh ja. Wow. Brauche ich nicht. Ach so. Dich tue ich zuletzt da dran. Wup, 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 wup. Häng mal dem Gesicht den Schnurrbart auf. Dem Gesicht in der Mitte des... Was zur Hölle? Achso, dem! Ja, der ist jetzt kaputt! Ich hätte den Nuke jetzt angeprobiert. Na doch, geil. Vier. SMS-Teenie. Da ist die SMS. Wo ist der Teenie? Ich denke mal die Besoffene, oder? Stimmt. Wie hängt die denn jetzt? Ja. Ah, da. Tini, du brauchst zu lang. Hey, Boys. Hey, Boys. Die lacht, weil ich sie anzünde. Verbindungsparty. Kettenraum an. Tödlicher Laster. Gerichtskosten. Energiespritzen. Bodybuilder. Energiespritzen vielleicht dieses Muskelding und diese Schlangenüberraschung? Stimmt, die Schlangenüberraschung. Das habe ich gerade überlegt. Ich war relativ weit vorne, ne? Für heute war auch relativ früh, aber nee, nicht erste Seite. Zweite, glaube ich, oder? Ja. Rechts. Zweite. Ah! Bin ich jetzt Pupse? Bist du mir dann böse? Ja, irgendwie schon. Wenn ich leise Pupse, dann auch. Dann noch mehr! Rinder Pupse ganz laut. Nachbar, komm, was ist hier explodiert? Wieder. Manchmal so gut, ne? Ach ja. Manchmal. Jetzt brauche ich, glaube ich, nur noch zwei, oder? Yeah! Ach nein! Wollte ich gar nicht. Nein, schon wieder dafür, wo die Kinder sterben. Ich finde den so lustig. Oh nein! Ja. Verbindungsparty. Ich weiß, das ist mit der Schnalle. Ja, und dann dem Bus. Stimmt, der Bus. Wo hängt denn jetzt schon wieder die Besoffene? Die ist auf Cooldown gewesen. Ach, da. Dann zuerst der Partybus. Die Hände sind so geil, die wirst du nachher auch nochmal sehen. Welche Hände, die da? Des Busfahrers. Ach so, des Busfahrers. Da kommt Partyschlange. Dann gucke ich so lange was anderes. Bodybuilder? Das könntest du... Oh, nach leck mich nicht. Vielleicht... Nein, die Ohren betäuben bekommen. Wenn ich jetzt wecke und Piepser mache, das ist das nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Dafür ist es zu spät, das müsste dann vielleicht Subwoofer und irgendwas anderes sein, keine Ahnung. Der Subwoofer? Ja, ich weiß nicht, was du noch dazu nehmen könntest. Schnell ist wieder da. Warum tust du sowas? Ich will einfach den Arm um dich legen. Irgendwie ist da kein Arm drin.
Jetzt aber. Muss auch wieder Blatt schaffen. Ich hab's gemerkt. Hä? Wieder Blatt schaffen. Joa. I'm so pretty. I'm so pretty. Nein, bist du nicht. Ups, das wollte ich nicht. Nein, irgendwie. Wow. Mwah. Kuchen. Bänkchen. Ja, wenn du da am Wangen rumschlabbern bist. Ja, meine eigene Wohnung. Ja. Yeah. Ob ich an ihre rumschlabber, ist ja Eber. Bäh, pfui. Liebe, Aufmerksamkeit, ekelhaft. Ich traue es dir zu. Was, dass ich an meiner eigenen Wange rumschlabber oder dass ich das ekelhaft finde? Dass du das ekelhaft findest. Hehehe. Ich sehe gestern Nacht. Nein. Nein, Madame, nein. Nö. Schlichtweg, nö. Wie sie sich sofort einen Ast abfreut, wisst ihr? Und das macht sie jetzt extra leise, damit sie dann nachher sagen kann, ja, Curry oder nur, ne? Was ist davon? Ja, ich weiß, das ist traumatisch für dich, ich weiß. Deine ganze Wange wird auch schon voll rot. Ja, die ätzt jetzt weg. Ja. Hm. Warte, tödliche Laster. Monster drauf. Ich bin auch nicht mehr aufgeregt. Was hast du denn da noch bestellt? Also den Tapufer. Ja, das weiß ich dann auch, wenn du draufklickst. Das war's wohl doch nicht. Wenn mir einfach den leeren Teller reicht, ey. Ja, klar. Aua. Ah, ich hab mir alles eingeklemmt. Tut mir leid für das laute Klingeln, das musste sein. Ich hab den Teller einfach weggeschmissen. Nicht den Wecker. Du tust mir weh. Glaubst nicht. Glaube ich dir sogar. Du bist fies. Ich weiß. Wenn du nicht so sexy wärst, wärst du nicht so toll. Tja. Zum Glück bin ich so sexy, wa? Zum deinem Glück, ja. Nicht na, aus voll. Achso. Was machen wir? Ich mach da nichts. Keine Düff. Ich sag schon mal so. Vorsichtshalber. Pfui. Deshalb, wo wir halt weitermacht. Aber das war's nicht. Ziegel und Nase. Ja, Pokerhand. Ach, die Karten und die Hand. Pokerhand. Stimmt, ja. Ne, ich mach dann nicht mehr weiter. Nein. Irgendwie nicht. Aber ich mach weiter. Ja. Merkt das gar nicht? Nö. Na, Menno. Dann mal wieder da unten weiter. Nö. Doch, das nervt dich wenigstens. Warte, ja. Warte. Nur damit du meinen Erfolg dann auch genießen kannst. Klar. Die Karte einfach mal retten. Voll weggekickt, ey. Oh, voll weggefickt. Weggekickt. Sag dich doch. Achso, ja, ich muss alles kurven. Alle Kurven. Du hast eh maximal Geld. Oh ja. Warte mal, kauf das andere Buch auch nochmal. Vielleicht ist das ein Erfolg. The Terrible Sea. Ich hab keine Ahnung, aber man kann es ja versuchen. Es sind immerhin zwei Bücher. Right. Wenn Frauen Bücher platzieren.
dann liebe ich sie. Es hat direkt angefangen zu regnen und mir ein Batzen Geld hingegeben. Aber ein Erfolg hat es irgendwie nicht freigeschaltet. Ich liebe dich trotzdem. Ja, ich dich auch. Auch wenn du keine Erfolge freischaltest. Das freut mich jetzt aber. Einfach nur, weil du so süß bist, so klein und knuddelig. Ja, das bin ich. Wie nett. Ich muss aber auch die Hälfte ausnehmen dafür. E-Mail. Die Kommunikation von morgen schon heute. Laserpointer. Immer Richtung Zerstörung zeigen. Das tut es auch wirklich. Musiknoten. Mit genug von diesen könntest du eine Symphonie komponieren. Oder mir die Wange abschlabbern lassen. Brennender Globus. Er brennt nicht wirklich. Es ist alles nur in deinem Kopf. Skirt. Spielzeugrakete. Hebt für neue Abenteuer ab. Stylische Sonnenbrille. Für den modebewussten Herumtreiber. So, soll ich das erstmal. Mehr kannst du eh nicht kaufen. Ja, ja, ich hab's gehört. Keine Absicht, es tut mir leid. Das ist ja auch in Ordnung, wenn du mich nicht wieder in meine Ohren rübst. Ich will so einen Laserpointer haben. Pointer, man, ist ein richtiger Laser. I'm firing my laser! Ach so, das sind die Noten. Puff, puff, puff. Okay, die Noten waren unspektakulär. Guck, er brennt doch. Nein, das ist nur in deinem Kopf. Nein, er brennt. Nein, das ist in deinem Kopf. Burns. Ich glaube, die Sonnenbrille kann sogar den Typen aufsetzen. Nee. Nee, dann, dann später erst. Stop. Wichtige Wettermeldung. Es schneit schon, solange es sich jeder erinnern kann. Oder vielleicht vernebeln unsere Erinnerungen nur ein wenig. Die Wettervorhersage für morgen. Ui! Etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Sonne! Kommt heraus! Aber geht sie auf? Oder geht sie unter? Ui, es tut in meinen Augen weh! Meldung vom Wetterballon. Über den Rauch. Über den Stamm. Der Wetterballon. Über den Arsch. Die Musik macht mir dezent Angst. Hallo? Ist da wer? Ja. Ich bin dein Vater. Nein. Dann halt deine Mutter. Computerwurm. Er hat sich aus einer einzigen Zeile Code entwickelt. Wie? Also Code, nicht Code. Du hast gerade Code gedacht. Ich brauche eine E-Mail mit dazu. Komische E-Mail mit dazu. Nostalgisches Radio. Es spielt Easy Listening, wonach du dich sehnst. Wundergötze. Es ist Zeit aufzuwachen. Hatte ich den Erfolg schon? Ich kann nachdenken. Ach, scheiße. Miniaturbluto. Greife zu, bevor er wieder ein Planet wird. Billig. Die haben den Pluto gemobbt. Nicht die, die Wissenschaftler, die ihn als Planeten aberkannt haben. Voll fies, armer Pluto. Dabei ist es nur ein süßer kleiner Hund. Na doch nicht, schade. Aber da kommen Smetterlinge raus. Ich nehme die ganzen Pop-Ups einfach weg, Burns, ey. Aber wenn das echt so gehen würde, das wäre so geil. Einfach. Wir haben einen vollen Körperansatz. Es ist so hell. Es schmerzt, meine Augen zu öffnen. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe sie lange angestarrt, aber ich konnte es nicht erkennen. Aufgehen? Oder untergehen. Sie geht eindeutig auf. Es schmerzt in meinen Augen. Würdest du mir bitte
eine Sonnenbrille schicken? Computer sagt nein. Freund sagt, ich liebe dich. Freundin sagt, ich liebe dich auch. Freund, nichts zu sagen, Freund hat zu machen. Mach Liebe mit mir. Ich dazu. Hab ich so rumknatschen hier. Der Pluto hat auch Gravitation. Hey, der Pluto ist eiskalt, du. You don't say. Du weißt, dass der Pluto der entfernteste... Nein, ist ja kein Planet mehr, aber trotzdem von der Sonne ist. Yeah. Damals war es halt der entfernteste Planet von der Sonne. Yeah. Sprich, es bekommt nicht so sonderlich viel Wärme ab. Yeah. Ach, du Penner! Wenn du mich mobst, dann beiß ich dich. Ja, ich habe ihn geschlagen. Ja, schlage meinen Freund und der steht noch drauf. Oh ja. Nee, du schlägst mich zurück. Ich will ihn umarmen. Gut. Wehe, du schlägst zurück. Mich am Schlag, aber wehe, du schlägst zurück. Das kann sich ja nicht angehen. Ich beiße ihn. Ja, super. Verschicken. Nachricht verschickt. Und nun? Transhumanisten-Actionfigur. Nachdem er nun mehr Maschine als Mensch ist, ist er endlich bereit, sich zu verbinden. Ich verbinde mich auch. Bannwagon. Ding, ding, ding. Etwas kommt aus dieser Richtung. Aber die Strecke ist schon seit Jahren geflossen. Mama und Papa-Bots. Enthält einen Mama-Bot und einen Papa-Bot, so wie es die Natur vorgesehen hat. Verbinden sich auch gleich, also was mit euch? Südpol! Es war schon dort, bevor es cool war. Was, wer bist du denn? Deko Marienkäfer. Sie war eigentlich schon immer mehr eine fleißige Biene. Eine fleißige Biene. Mit Bäuerchen mittendrin. Ja. Fleißig. Alles so teuer, das heißt, wir müssen mal... Gucken wir uns doch mal die neuen Dinger an. Aha, die neuen Dinger. Mhm. Ketten-E-Mail. Wer krank, der Kombo? Ja, das war ja vorher schon da. Hölzerner Applaus. Lernen macht Spaß. Nein, irgendwie nicht. Brille und Schnurrbart. Hm, was muss ich da nur machen? Sabern, so wie es aussieht. Ja. Yeah. Ja, kommt aber in meinen Mund. Okay. Welche stylische Sonnenbrille. Sag, hatte die auch auf. Sexy. Es scheint mir, als hätte ich sie vor langer Zeit bestellt. Ich dachte schon, du hättest sie vergessen. Psst. Oh nein. Nein. Ich sag's doch, ich spoiler dich nicht, aber die ist auch nicht weg. Ich wusste, du würdest sie nie vergessen. Deine Lieblingsnachbarin. Ich bin zurück. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Danke, dass du endlich sagst, dass du Ace hast. Hä? Dann ist nicht mehr. Zettel gegen den Ort muss erst nachbestellt werden. Er danced. Nein. Dass eine epische Musik da kommt. Ding, 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 ding. Mommy und Daddy. Daddy will brennen, so wie es aussieht. Ja. Warte, Daddy, ich helf nach. Puff. Daddy hat Mami kaputt gemacht. Oh, darf ich auch Mami kaputt machen? Nein. Die zukünftige Mami? Nein. Es gab ein großes Feuer. Es war so hell, ich konnte meine Augen nicht öffnen. Es war so, als ob Millionen von winzigen Leuchtkäfern um mich herumschwirren würden. Zwischen also heute ist. Ich zerfiel in Milliarden von Teilen. Und flog davon. Ich flog raus. Raus aus dem Kamin hinaus. Raus, raus, raus. So wie alles andere. Und ich kam zurück, um dich mitzunehmen. Nein.
Ich will nicht. Ich nehme dich mit in den Tod.